Hallo, hier ist Ritter van Bier und heute ist der 31. Dezember 2020. Der letzte Tag dieses bekloppten Jahres und der Höhepunkt der Rauhnächte, bis diese dann am 6. Januar enden. Aber was sind denn eigentlich diese Rauhnächte? Diese Frage beantworte ich nun in diesem sehr kurzen Video, wobei ich zum Thema nur die wichtigsten Punkte benenne, denn würde ich alles einzeln definieren, säße ich morgen noch hier und darauf habe ich absolut keine Lust. Fangen wir an. Als Rauhnächte bezeichnet man die Tage von Weihnachten bis zum 6. Januar. Die Namensherkunft dieser Tage ist eher umstritten, aber es wird davon ausgegangen, dass sie ihren Ursprung in Mitteleuropa haben und dass zu dieser Zeit viel Räucherwerk verbrannt wurde, da an diesen Tagen die Pforten zwischen Totenreich und dem Reich der Lebenden immer dünner werden. Bis dann am 31. Dezember, dort sollen die Mauern, die unsere Welten trennen, vollkommen verschwunden sein und die sogenannte wilde Jagd beginnt. Die Seelen der Verstorbenen sollen sich dann auf in die Menschenwelt machen und dann dort allerlei Unfug treiben. Die meisten Geister aber meinen es gut mit den Menschen. Andere wiederum natürlich nicht. Und um sich vor diesen zu schützen, wurde dann der Brauch geboren, an jenem Abend, also dem 31. Dezember, viel Lärm zu machen, das sogenannte Böllern, woher sich auch der uns allen geläufige Begriff Böller ableitet. Sprich, die bösen Geister können Silvester 2020 ungehindert alles machen, was sie wollen, da das Böllern ja verboten wurde. Danke, Merkel. Nein, Spaß, das war ein Witz. Aber Moment mal, habe ich da gerade wilde Jagd erwähnt? Oh nein, nicht schon wieder. Tja, wer aufgepasst hat, müsste wissen, dass ich diesen Begriff schon einmal erwähnt habe. Und zwar gemeinsam mit dem Thema Frau Holle. Denn wer ist diejenige, die die wilde Jagd anführt? Richtig, Hulda, Frau Holle, Hehl oder Perchter. Ja, die alte Dame hat sehr viele Namen. Dazu aber eventuell mehr in einem anderen Video. Wir dürfen die Rauhnächte also noch bis zum 6. Januar genießen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Jahreswechsel. Rutscht nicht aus, rutscht gut rein. Ich sage Tüdelü.